wir gucken live auch on stream die Infos, die zu dem neuen D&D-Regelwerken rausgekommen sind. Ende des Jahres kommen quasi geupdatete Regelwerke und die haben jetzt da Infovideos draus rausgehauen. Okay. Ja, das ist eigentlich immer ganz groß. Wenn da, also eine neue Version ist es nicht, aber es sind halt, die Regelwerke werden nach, I don't know, wie vielen Jahren geupdatet? Wie viele Jahre sind es jetzt? ...2014 kam die jetzige Version von D&D raus. Also das heißt einfach 10 Jahre. Nach 10 Jahren passen sie die Regeln mal nochmal an. Crazy. Deswegen ist das halt so ein bisschen... Das spricht sich dann halt rum, ne? Und da wir ja auch immer D&D spielen, habe ich gemeint, gucken wir das mal zusammen an. Aber das jetzt auch, finde ich jetzt ein bisschen krass, nach 10 Jahren, holy shit, Alter. Uff. Und ich schon gerade wieder. Wobei, D&D gibt's doch schon seit... Ja, D&D gibt's schon länger. Gibt's ja schon seit 1000 Jahren gefühlt. D&D gibt es seit... Digga, 80er. Boah. Ja. 70er, 80er klingt gut. Was ist denn das? In Deutschland kam das erste Werk 1983 raus. 1983, Alter. Holy fucking hell. So, ich habe irgendwie geguckt, ob man hier so Untertitel anmachen kann, aber irgendwie geht das wieder nicht. Ich weiß nicht, wie wir das mal gemacht haben. Kann man das hier in Einstellungen? Nee. Hatten wir das nicht irgendwann mal hinbekommen? Ich glaube, wir haben es einfach versucht, aber nicht hinbekommen. Ich glaube, wir hatten noch. Oder? Hatten wir nicht bei den, als wir uns mal hier Blade & Soul die Dinge angeguckt haben? Hatten wir da nicht irgendwie. Hm. Aber egal. Ist halt so. Perfekt. Ich hasse das. Ich hasse das so sehr. Ich kann das nur. It has been rebuilt from the ground up. It is filled with new options, as well as returning options that have been refined, reimagined, rebalanced. And the whole book has also been restructured to aid reference at the table, to make it easier than ever before to create a character. And we have also packed it with enough new options that even people who have been playing this game for a decade will find ways to customize their characters, you know, between. Ich kann halt wirklich reiern, weil das nicht richtig funktioniert. Guten Tag. Aha, guten Tag. Achso, haben Sie den Link? Der Link. So, watch together. Sehr leise bei mir, Patrick. Ja, aber auch bei mir, ja. So besser? Oh ja, nimm es in den Mogel. Oh ja. Nimm es in den Mogel. Mit Eiern? Mit Eiern. Jetzt ist aber... Nächstes Mal fangen gerade schon. Ja. War noch mit Nico gelabert. Der war... Was? Das einzige Problem? Kerl. Ja, dann schick mal Watch Together Link. Ja. Schick doch. Bin noch dabei. Danke. Bin dabei. Du bist dabei, wir sind bei uns zu verlieren.
So ungefähr. So. Jetzt, wenn ich das da mache. Oh mein Gott, es geht. Sehr schön. Class features, the subclass options, the new feats, the new equipment options, the new crafting rules, the new spells. Also das Art sieht ja schon mal geil aus. Das muss man einfach sagen. This is like having the game that you are already playing completely like glowed up. It's just top to bottom has been improved. It's been very distracting for me because I should be doing my work and doing research, but I'm mostly looking at different character builds now, using like weapon mastery or how sneak attack works, because there's a lot of systems in this, but it's very simple at the same time. Like it has a momentum as you're reading it and an excitement. And that really gets at one of our core goals, which was streamline as much as possible while also trying to make it easier than ever before to engage with the game while also making it deeper, giving you more ways to imagine your character, more tactical options. We especially focused when it comes to tactical options on making the weapon experience more rich. So if you're playing a weapon-focused character, you are going to have a level of tactical excitement that your character never had before. You're going to find ways of from... Was ich ein bisschen komisch finde, das sollen ja eigentlich nur Updates sein, das ist jetzt kein neues Regelwerk, deswegen wundere ich mich so ein bisschen, dass die sagen, ja, neue hier Sachen wie noch nie zuvor, das ist doch nur ein Update, oder? Also ja, das gut, ist ja jetzt... Haben wir aber auch gesagt, wie viel Shit sie ändern wollen von Crafting und... Ja, deswegen, also das hört sich halt eher so wie so ein neues Regelwerk an, als ja, dass es sich wie so ein Update anhört, ne? Dann muss ich Fabian aber recht geben, ne? Wir kapieren die aktuellen Regeln ja nicht mal und jetzt kommen neue. Ja, das ist halt die Frage, ne? Also wie krass wird's? Also ich weiß von den Klassen her wird's, glaube ich, ein bisschen krasser. Ich weiß halt nicht, was die Core-Regeln angeht, weil ich glaube, da wird's ein bisschen, also da werden nicht so viele Änderungen gemacht. Kommt das jetzt hinein, wo wir letztens ein Video geguckt haben mit diesem Mage-Barbar etc.? Das sind die Klassen, ja. Das soll. Ja, wird dann so ein Mage-Barbar geben, Patrick, der kann sich überall hinporten, wo er will, nach dem Motto und zerfickt dann alles. Hat sich sehr gebalanced angehört, wo sie das erzählt haben. Klingt jetzt auch ziemlich balanced, also dann bin ich mal gespannt. Hallo? Warum geht's nicht weiter? Wir kotzen, Mann. Wenn ich da einmal raustappe, dann ist halt direkt kaputt. Tipp doch nicht raus. Evolving how your character plays, because just shifting from using the mastery option of one weapon to using the mastery option of another is going to sometimes subtly change how the game plays for you, and then other times not so subtly. It will be a dramatic shift. Now, people who focus more on the magic end of the spectrum are also going to find when they dive into this massive spell chapter, over 100 pages long, close to 400 spells, many revised, a number brand new, some returning from books like Xanathar's Guide and Tasha's Cauldron, but even those reimagined. But also they're going to have non-combat options that they didn't have before, ways to enrich their social interaction scenes, their exploration scenes in ways that they couldn't before. And then we did the same with our weapon-focused characters. Again, something that people got to see as a part of the Unearthed Arcana process, that we made sure that classes that before, like say the Barbarian, that were primarily combat-focused, now have ways to contribute outside combat. There was no corner of the game that we did not zero in on as we built this new player's handbook and as we build the new Dungeon Master's Guide and the new Monster Manual. Every part of the game, whether it relates to the combat pillar, the exploration pillar, or the social interaction pillar, has gotten a fresh coat of paint with this to play. Oh Mann, das hört sich nicht so an, als wäre da nur Farbe aufgetragen worden. Hey, komplett neuen Shit.
Ja, ich aber muss ja, gut, wenn du okay, komplett neue Klassen hast, komplett neue Regeln dafür, die einen binden, dass die anderen ja auch nicht einfach weg sind. Ja, alles anpassen. Wo ich halt, was ich halt gerne hätte, ist auf jeden Fall das mit den Monstern. Die Monster, du kannst nicht wirklich sagen, für welches Level welches Monster ist, ne? Also das geht mir richtig gegen den Strich. Du kannst an dem CR nicht festmachen, weil CR 1 bedeutet nicht, dass das Level 1 Monster sind. Nee, überhaupt nicht. Ja? So, genauso wie CR 20 nicht bedeutet, dass das Level 20er Monster sind. Sondern die kennst du halt schon mit 15 oder mit 16 fighten. Ja. Da bin ich ehrlich dabei, das sollten sie mal ein bisschen klarer machen. Bitte, das ist ja mehr so die... Das macht einfach nur die Seltenheit von dem Monster aus, aber hat nichts zu tun, ob die stark oder schwach sind. Der einfach nur oft vertreten sind. Some cases, surprises that people didn't even get to see as a part of the Unearthed Arcana process. Great example of that in the player's handbook are the brand new crafting rules. There were always moments in the last 10 years of playing the game that you sometimes would find a moment, I wish I could do this, or I could wish there was a rule for that. Well, now there is. Like, if I wanted to use my sneak attack to knock out a target rather than kill them, that's there now. Like, as a barbarian, if I want to feel like I'm channeling something primal in myself and maybe use my strength score to actually inform, like, perception or stealth, there's a moment where you can do that. And that's why I'm so obsessed with making new combos. What's the most exciting thing for you, Chris? It's hard to nail down. there's a lot of things. I love how information has been reorganized in the book so I can find things easier. The rules glossary, I think, is going to be a huge, huge boon to a lot of players, having a centralized place where all the rules are very clearly and concisely defined. But on a more selfish level, I am delighted by the weapon mastery properties. Jeremy and I were in a game recently where I was playing a fighter, but we were playing basically 2014 characters. And having play tested the weapon mastery stuff for the better part of a year now, it was a bit of a shock to go back to a fighter that didn't have that. And I think a lot of players who like hitting things with weapons are going to be as delighted as I have been. I feel playing a fighter without it now, rather naked. Na gut, da kann von uns ja nicht so wirklich jemanden mitreden, ne? Weil ich glaube, ich bin der Einzige, der bis jetzt so einen Fighter mal spielen will. Ich spiele ihn ja noch nicht. Kommt ja noch. Hint, hint. Spoiler. Jetzt, was ist da jetzt los? Hallo? Tja. Patrika? Ja, ein bisschen. Ja gut, ich mich nicht. Perfekt. Warte, ich muss mal kurz hier mein Headset schließen gehen, weil das beschwert sich schon wieder, dass Akku leer ist. Ja, hau ich ab. Gar kein Problem. Wenn du vom Headset nur noch hörst, mimimimi, ich hab keinen Bock mehr. Mimimi, hör auf damit. So sieht das aus, Headset aus, hinter das Ecke ruft. Pussy. So, jetzt ist Kevin weg. Erzähl, was ist los? Ne, sein neuer Charakter. Wie sein neuer Charakter? Ne, was ist an meiner Story passiert? Nix passiert. Da guckt mir gleich Kevin ins Gesicht, auch wenn das gerade nicht geht, und sagt ihm, dass nichts passiert. Okay. Ja, du musst das auch immer so sehen. Du bist immer so ein Teil mit Schuld, der tot ist. Was bin ich? So ein Teil mit Schuld. Gar nichts gemacht. Ja, das ist das Problem. Wie soll ich jetzt schuld sein? Ist halt eine Wahrscheinlichkeit, dass er dann überlebt hätte. Aber du Bard, als Bade hast du halt diese passive Fähigkeit, wenn man nur Shortrest macht, noch ein D6 oder was das war, HP zu bekommen. Dann hätte vielleicht Kevin seinen Charakter gesaved, so viele Shortrest, wie ihr immer gemacht habt. Das hätte mir auch mal jemand sagen müssen. Hätte mir mal jemand sagen müssen, wie ich meinen Charakter spiele. Ja, hallo? Klar. Was soll denn das? Da wird ein Charakter aus dem Internet genommen. Ich habe gefragt, was machen wir? Und sehr dann schön. Erstmal herausgefunden, wie funktioniert der ganze Bums. Das macht mir halt nur Sorgen. Sehr schön. Das war ein Level. Zum Zeitpunkt war der Level 3, ne? 2. Wir sind noch kein Level 3.
Oder? Nee, nachdem oder wir ihr alles geklärt habt, werdet ihr Level 3. Mit Level 2 hast du deinen Charakter komplett gelesen. Was ist mit deinem Level 10er Charakter? Machen wir mit dem Video weiter. Perfekt. And exposed. God damn it. Kann einer von euch weiterdrücken? Ich hab weitergedrückt, hat er gesagt. Nee, wenn du einmal auf den Bildschirm drauf drückst, geht's nur für eine Sekunde weiter und dann hört sie genau, du musst halt da raustappen. Muss ich gar nicht. Kann ich jetzt? Nee, ich kann halt immer nur wirklich. Maybe I missed and I'm still grazing you and doing damage and you're making now choices. Ich hasse das wie die Pest, was die damit gemacht haben. Mit was? So, warte, ich kann das auch so machen. Ja, tuddeln mit Watch Together. Ja, ja, Watch Together ist halt, also das ist halt. So. Geht halt wirklich nicht. Ich kann halt nicht, ich kann das Ganze halt nicht. Was pausieren und, egal. Passt schon. Ja, ich denke, eine der amazing things about this opportunity to revise the books is we can do more wish fulfillment. Mm-hmm. Yeah. Because we're building on a system that is sound and tried and true and that people love. We can now take 10 years of feedback of, oh, I wish the game did this, or I wish this class did that, and deliver on those wishes. It also means that with the core rules in the book, so, you know, in addition to all the fun character options and whatnot, well, the rules themselves that run the game have also been enhanced, where we were able to take things that maybe have been house rules for people over the past 10 years and make them a core part of the game. Great example of this. Many people over the last 10 years have allowed people to drink potions as a bonus action, feeling it was way too punishing running the rules as they were written in 2014 to have to spend your entire action drinking a potion. Das ist aber auch schwachsinn. Particularly scary if you're dying and you're drinking that anstrengend zu trinken. And so people are going to find that now healing potions take a bonus action to drink. And there are shifts like that. There is cheering happening right now while this video is playing. Ja, aber wirklich. Like that. Everywhere you look in the rules, that it will feel like the game you've been playing, but everywhere you look, enhanced. As you are looking through the player's handbook, as you're making your character, there's such intentional design behind everything, every piece of art, the layout. I can flip through this book and in seconds know where I am. All of those choices. Hat jemand von euch schon mal irgendwann in dieses Player Handbook reingeguckt? Immer. Einmal in meinem Leben. Warte, wir machen noch weiter. Herrlich. Tut mir vorschreiben, wie das funktioniert. Perfekt, mach nur ich, ne? Du bist du doch kein. To come up with how the book is going to look. In this case, the art directors, Emmy Tanji and Josh Herman, were a part of the conceptualization of the book from the very beginning. Es geht auch keiner hin und tut mit dem Player Handbook, wenn es D&D Beyond gibt, einen Charakter machen. Das sind wirklich diejenigen, die sich verweigern, irgendwelche digitalen Tools zu nutzen. They have such a wonderful sense to bring in their own experiences and their own takes on our art orders. So I mean, like, das tut mir alle leid, die wirklich bei Pen and Paper noch Pen and Paper nutzen. Es ist halt immer zeitgemäß. There's a lot of stuff that went into the covers. We kind of wanted to approach them all up as a set. So working with Tyler Jacobson across all three was a really great experience because he had also done the covers before. So when at least he had done the Player's Handbook and he had done the Dungeon Master's Guide in 2014. So we got a chance to kind of reapproach them with a different perspective and what we wanted to do and try to figure out what that was. Mm. And we definitely referenced second edition, you know, and Easley Elmore, you know, that sort is of Kaiser? Original D&D artwork. Yeah. Mordor Kaiser. Back some of that flavor. Das war der Sohn von Mordor Kaiser und Pantheon. Ich hab's gesehen. And sort of just the compositions and ein Beholder. A little bit of that classic fantasy Auge. Vibe. Right? So hopefully all three of the covers will be a little bit of that. And for the new player's handbook, the art we have here, these are some famous D&D heroes. Mm-hmm. And you've got the gold dragon, and you've got the red dragon below, and the most vicious looking kobolds I've ever seen. Yeah. Probably in D&D. Yeah. Yeah.
But there's like, it's a moment, is a moment in time. And that's something we've talked about before with all the art that is in the new player's handbook, is it always... A moment in time, während ein goldener Drache, ein roter Drache und ich so ein paar Drecksgoblins einfach angreifen, jawoll. Du überlegst nicht deine nächste Runde, überlegst ja, welchen Charakter du als nächstes spielen willst. So, ne? So guter Sprech, wie ich es gehört habe, wo ein DM einfach sagt, wenn ihr einen wirklich harten Fight wollt, bringt ein zweites Character Sheet. Ja. Ja, so läuft das dann. Wo der Fight ja gar nicht schneller wird, weil eigentlich ein goldener Drache kann friedlich sein und ein rotes böse. Ah ja, klar, natürlich. Na klar, die fighten gegeneinander. Eigentlich ist das Monsterhunter. Gebietsfight ist das einfach. Ist aber so. Goldene Drachen sind nicht böse. Bösartig. Ehrlich, ist das so? Ja, goldene Drachen. Achso, stimmt. Bösartig. Waren das nicht diese... alles, diese was metallisch ist, ist nicht bösartig. Und alles, was Standardfarbe ist, ist bösartig. Okay. Die Story von D&D. Hast du sie gelesen, Fabian? Du hast doch nicht mehr das Flair-Handbook in der Hand gehabt. Ich sag nur YouTube-Shorts OP. Hatte ich eine Zeit lang von Irs und Dude, der dann alles mögliche Rassen erklärt und wie es in Lore geht. Nice. Ich hab gar nichts davon. Also, ne? Ja, machen wir deine Hausaufgaben. Außer Player-Handbook. Abgelehnt. Ganz kurz, bevor ich es vergesse, Kevin, wie sieht's aus mit Sushi am Wochenende? Ja, Sushi am Wochenende hört sich gut an, also von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, Eva hat das noch nichts gesagt, ich habe vergessen, sie zu fragen. Eva muss im Chat sein, was soll denn das? Chat? Weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube, sie wollte noch mit Hühnchen raus. Ich würde dir rein theoretisch so ganz ohne Hintergedanken den Freitag empfehlen. Aber nach der Arbeit ist das halt vielleicht ein bisschen schwierig für euch, oder? Fuck you erstmal und nein, machen wir Samstag, wenn überhaupt. Hey, wieso? Ich hab dir die Eier. Am Freitag? Am Freitag habe ich dir die Eier. Am Freitag. Shit, ich weich aus. Nein, Freitag hört sich doch eigentlich. Freitag hört sich doch eigentlich gut an. Ja, dass der in der MMO rauskommt. Pax Day. Ne, Pax Day ist seit gestern draußen. Guten Morgen. Welches MMO denn? Das chinesische, was WoW ablösen soll, das hat eine T. Was WoW ablösen soll? Ah, ja. Ich hasse das so sehr, wenn die Leute sagen. Tarisland, genau, ja. Das müsste am Freitag kommen. Okay. Ja, deswegen. Ja. Und damit ich halt mit euch besprechen kann, wie es da weitergeht, Standard. Würde ich eigentlich vorschlagen, dass wir am Freitag was essen gehen. Ja, hätte ich auch gesagt. Du hast dort zu sein. Muss schaffen. Überspringen wir den. Ja, verstehe. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Ich mache Früh- und Mittagsschicht. Und Nacht. Und Nacht. Bis der Tag vorbei ist, endlich. Da kann man gerade für Samstag weitermachen. Ach halt, stopp, das war doch das. Wait a minute. Das war doch das, was so vom Handygame eigentlich abstammt, ne? Er ist auch China. Mm. Hallo. Weil die Chinesen durften noch kein WoW mehr spielen und dann haben sie das schnell rausgehauen. Ah. Und dann soll jetzt der WoW abklatscht werden. Ach so, okay. Ja, da gibt es anscheinend auch so viele Mounts und andere Dinge, die aus WoW angeblich gestealt wurden. Ja, aber man warten noch, wie es wirklich wird. Ja. Weiter geht's hier. Also heute mal Freitag fest, ich reserviere. And that's intentional, right? We wanted to provide storytelling in all. Ja, aber für uns ist das, glaube ich, schwierig weiter. Ja, dachte ich mir. Glück gehabt, an image like you said that is a snapshot in time, but ideally we try to focus that geplant, dass die umziehen. Das war vor Jahren geplant. Like you said, the gold dragon, Stratege. The dragon and sort of this party in the middle and the kobolds coming from the side and what is going to happen, who's going to win, right? You know, same thing. Ich glaube, was in 5 Jahren passiert. Like very much in the thick of it, right before you could, the real action happens, right? Oh, eine Mimik. Like at the end of round one, in a way. Auch noch nie eine Mimik gehabt. What's the rest of the fight going to be? Nope. The person that gets picked up. Wartet mal ab. Is your unlucky party member for sure. Leute vorhin, Kevin, da liegt was Süßes. DMG, you've got sort of keine Mimik. Very much also reference previous editions with the cover of the door being opened, right? So what does it look like inside of the door? What could that DM be prepping you for? What is that set piece or that show piece that you're going to be facing? Oh. So with the DMG cover, you've got, you know, sort of your multiple casts of characters, all the way from your grunts down to your skeletons to Venger, sort of your campaign level villain, or War Duke in sort of a
like almost a henchman mini boss of a campaign, right? And then you've got a looming threat in the back. So something that has a lot to look at that you can pull a lot of storytelling out of, hopefully, was very intentional for all three of these. There was so much planning. Also ich lehne mich jetzt ganz hart aus dem Fenster. Wirklich ganz hart aus dem Fenster und sag mal, dass es echt selten vorkam, dass einer sich das Cover von so einem Buch genommen hat, von so einem Regelwerkbuch, und sich dachte, daraus mache ich eine Story. Wieso? Lehne ich mich jetzt wirklich hart aus dem Fenster. Kann man nicht ein Bild einscannen, ChatGPT dort geben und sagen, mach daraus eine Story? Oh lol. Ist das nicht schon ein Ding? Wäre das nicht möglich? Lol, ja, das wäre möglich. Halt. Ja, aber ich weiß nicht, wie weit du dann dort irgendwelche Infos kriegen kannst. Nee. ChatGPT macht das ja dann nicht automatisch so detailliert, dass du eine richtige Story hast. Nee, das ja nicht, aber... Meine Story. Der tut dir dann halt Stichworte, Mann. Aus den Stichworten tust du nach und nach mehr rausholen. Ja, also das würde funktionieren. Also man könnte das Bild einlesen und sagen, ChatGPT, mach mir doch bitte mal so eine Story da drumrum. Dann hat er ja wenigstens das Main-Ding, tut er vielleicht sagen. Und du musst halt dann die. Ja, du musst halt drum rumlegen. Okay, das ist interessant. Das ist auch eine interessante Videoidee, ne? Perfekt, sehr schön. So, nach Aufnahme verteilen nochmal hier. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Und wer es noch nicht wusste, aber dort unten ist dort unten irgendwo, da ist so ein Like-Button. Den könnt ihr mal smashen. Und vielleicht noch einen Kommentar hinterlassen. Und wenn ihr das getan habt, lasst ihr vielleicht sogar noch ein Abo da und ich freue mich drüber. Dankeschön.